jedenfalls muss ich mich inzwischen nicht mehr kneifen, denn manchmal bekommen wir auch Brüche und dann ist man ganz schnell wach. Aber klar ist, Regieren ist kein Zuckerschlecken, insbesondere die Haushaltspolitik ist ein hartes Stück Arbeit. Deshalb sind wir inzwischen voll im Regierungsalltag angekommen, aber so soll es ja auch sein. Es ist immer wieder sehr romantisch, wenn wir sehen, wie unsere Parteiprogramme in die Tat umgesetzt werden. Aber es ist eine Vernunft-Ehe mit romantischen Anklängen. Es ist sicher mehr als eine Lebensabschnittspartnerschaft. Wir wollen lange zusammenhalten, auch über das Jahr 2016 hinaus. Wir haben die Studiengebühren abgeschafft. Wir haben die Kleinkindbetreuung bei den Kommunen verbessert. Wir haben die Schulsozialarbeit wieder mit Landesmitteln ausgestattet. Wir haben ein Landesarbeitsmarktprogramm auf den Weg gebracht. Die Nullverschuldung 2011 und 2012 erreicht. Den Naturschutz und die Energiewende vorangetrieben. Ich bin zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Aber wir müssen an der einen oder anderen Stelle diese Erfolgsbilanz sich noch besser unter die Leute bringen und sollten nicht so viel von aktuellen Aufregerthemen uns beeinflussen lassen. Die SPD will das Land gut regieren, zusammen mit den Grünen, also verlässlich, pragmatisch, handwerklich sauber regieren. Und wir wollen wirtschaftliche Stärke und Gerechtigkeit miteinander verbinden. Deshalb haben wir in der Bildungspolitik sehr schnell die Gemeinschaftsschule eingeführt, das Wahlrecht zwischen G8 und G9 verbessert, die Studiengebühren abgeschafft, den Kindergartenausbau, Kinderkrippenausbau vorangetrieben, aber auch die solide Finanzpolitik dient letzten Endes der Gerechtigkeit, denn wir brauchen einen handlungsfähigen Staat auch für die zukünftigen Generationen. Die SPD hat sich unheimlich stark eingebracht und ich bin sicher, dass sich das bis zur nächsten Wahl auch für uns auszahlen wird. Es geht jetzt weiter. Wir werden das Tariftreuegesetz demnächst verabschieden. Wir wollen die Freistellung für Weiterbildung in dem nächsten Jahr spätestens verabschieden. Wir werden ein großes Paket schnüren zur Verbesserung der Bürgerbeteiligung, der direkten Demokratie im Land. Wir wollen auch in Baden-Württemberg mehr Demokratie wagen. Und wir werden in der Bildungspolitik die Frage der Ganztagesschulen uns nochmal anschauen, denn die brauchen auch eine bessere Ausstattung. Es gibt also viel zu tun, aber eins ist auch klar, die Finanzpolitik wird uns bis zur nächsten Wahl sehr intensiv beschäftigen müssen, denn wir haben von unserer Vorgängerregierung eine schwere Erblast übernommen, die wir nicht von einem Jahr auf das andere abbauen können.